Es ist Samstag und ich halte einen Kaffee in der Hand. Das kann nur eines bedeuten, meine lieben Freunde. Es ist Zeit für... Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Was schauen wir uns heute an? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reaction Saturdays, eurem Lieblingsformat auf komplett YouTube. Und heute habe ich was dabei, das wird ein bisschen Zeit beanspruchen, aber es wird genius. Vor exakt 2 Tagen wurde ein neuer Mario Odyssey Weltrekord aufgestellt. Die Any%-Route, die wir auch schon zu Genüge gerannt haben, hat eine neue Bestzeit bekommen und zwar eine 57,43. Wir spielen das Game einfach in 57 Minuten durch. Und ich, der da schon viel gerannt habe, freut sich, wenn er eine 1,12 schafft. Egal. Ich freue mich sehr darauf, das Ganze mit euch anzuschauen. Wir kennen Mario Odyssey, da sind einige Zwischensequenzen drin, also ich werde euch das Ganze wieder ein bisschen zusammenschneiden, aber nehmt euch eine Tasse Kaffee oder einen Tee oder was anderes zum Sippen, holt euch ein paar Snacks und genießt mit mir gemeinsam diese Reise durch diese komplette Zerstörung von Mario Odyssey. Ich bin vor allem sehr gespannt darauf, wie viel von meiner Route, die ich laufe, noch in der Weltrekordroute vorhanden ist oder ob das mittlerweile einfach ein komplett anderes Spiel gefühlt ist. So, Guys, hier wären wir und natürlich für die Props. Der Weltrekord ist von Tyron18. Das Ganze wurde am 8. April hochgeladen, also vorgestern. Und es ist der Super Mario Odyssey Any% Speedrun in 57,43 und 550 Millisekunden. Freunde, let's go! Am Anfang stellt er noch die Zeit ein. Das hat vor allem damit zu tun, weil er, glaube ich, die Monde im Wüstenland holt, wo man Samen in einen Blumentopf pflanzt. Und da ist eine Zeitmanipulation wichtig, dass diese Samen schneller wachsen, ne? Aber er macht jetzt hier noch so ein bisschen Training und so weiter. Freunde, wir starten direkt rein. 1, 0, Bam! Und damit startet er Run. Das Ganze ist keine Live-Aufzeichnung, sondern soweit ich das mitbekommen habe, hat er privat gespielt, das Ganze währenddessen aufgenommen und das Ganze nachträglich als Videoaufzeichnung auf seinem Twitch-Kanal gestreamt. Es ist kein Commentary dabei. Also ich glaube, wir können uns das jetzt hier ganz entspannt anschauen. Ja, und ich würde einfach mal gucken, wir schauen, wie er auf diese krasse Zeit kommt. Ich bin massiv gespannt. Ich vermute, das Cap Kingdom wird noch super gleich bleiben. Also hier gibt es keine großartigen Skips. Da holt er gerade noch den Chat in sein Streaming-Layout. Der Profi-Streamer. Ja, also er wird am Anfang den Hebel aktivieren, in den Turm reinrennen. Da ist nicht groß was anders. Also da kann man tatsächlich nicht groß was ändern. Ich würde sagen, wir jumpen direkt zum Hasenfight, weil ich glaube, da kann man noch ein bisschen was tun. Und dann ab dem Kaskadenland, da wird es dann wirklich spannend. So, er hat soeben den Turm verlassen. Das Ganze ist ganz normal, wie wir das auch machen. Man captured den Frosch und hüpft einfach hoch. Man kann auch die Geschwindigkeit vom Frosch nicht groß einstellen. So, wie macht er hier das hier? So, er wirft die Cappy hinter ihn und nimmt ihm halt die Hüte ab, hüpft dann da drauf. Ja, also ich sag mal, so machen wir es ja auch. Bloß er macht es halt einen Ticken schneller als wir. Aber das ist prinzipiell noch ziemlich gleichbleibend. Jetzt wird spannend, Freunde. So, hier wären wir. Wundert euch nicht, wenn ab und zu mal irgendwie Text-to-Speech kommt. Er hat natürlich seine Sub-Alerts und so weiter drin. Das wird natürlich ab und zu passieren. So, aber jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Er captured sich ganz normal den Dog, sprengt den Stein da, ganz normal, holt sich den Mond. Freunde, der erste Mond und das Cap Kingdom haben schon mit unserer Route zu tun. Freunde, ich glaube, wir können den Weltrekord knacken, wenn wir uns ganz viel Mühe geben. Oder nicht. Aber nicht so schlimm. So, ich glaube aber, jetzt kommt schon die erste große Änderung. Wir rennen jetzt normalerweise geradeaus über die Brücke, ne, und dann holen wir uns den Dino, hüpfen zum Hasenkampf hoch, wissen wir Bescheid. So, er wird jetzt, glaube ich, umdrehen. Denn hinter ihm an einer Wand kann man einen Glitch auslösen. Richtig, er düst zurück, springt an die Wand und an dieser Stelle, jetzt kann er kurz stehen, deswegen kann er einen neuen Sprung machen, ne, und düst jetzt hier auf das Gerippe hoch. Und ist jetzt direkt hier oben. Das ist... In super langsam habe ich das auch schon mal hinbekommen. Also nicht da hoch geskippt. Ist egal. Es ist auf jeden Fall nicht so wie er. So, der Hasenkampf wird wahrscheinlich auch gleich bleiben wie Apache. Das ist normal. Und die Frage ist, wo er sich dann noch den letzten Mond holt. Nee, das ist gar nicht die Frage. Er holt dieselben Monde wie wir, bloß er nutzt nicht den Dino, um hier hoch zum Hasenkampf zu kommen, sondern er ist eben nach hinten gerannt, weil da muss er sich auch nicht die Zwischensequenz angucken, wie Mario diese kaputte Odyssey findet. Also das ist das Sinnvolle daran. Und ja, er hat sie besiegt, wird sich jetzt wahrscheinlich noch den letzten Mond holen und dann das Kaskadenland verlassen. So, ein Mond fehlt ihm jetzt noch, er wird wahrscheinlich... Nein! Er holt nicht den oben. Ah, er macht da unten den Clip. Genau, wenn man nämlich da den Mond einsammelt, kann er jetzt durch die Out of Bounds zurück zur Odyssey kommen. Genau. Den habe ich schon mal probiert, habe ich nicht hinbekommen. Ja, also schon die ersten Änderungen und das bei den ersten 5 Monden, ne?
Ich glaube, das wird nicht mehr so viel mit uns zu tun haben. Aber kein Problem. Wüstenland, wir kommen. So, Wüstenland wird jetzt super spannend, weil er hat ja wie gesagt am Anfang seine Zeit, seine Nintendo Switch Konsolenzeit eingestellt, damit er dann hier eben die Samen wachsen lassen kann. Also das wird jetzt komplett unterschiedlich zu unserem Run sein. Er düst in die Stadt und pflanzt erstmal den Samen, alles klar. Deswegen die Zeitmanipulation. Er holt sich den Shopmond, den haben wir irgendwann aus unserer Route gestrichen, weil der für unsere Route wenig Sinn ergibt. In der Weltrekordroute ist er wohl wieder vorhanden, sehr interessant. Welcome back, Shopmond an der Stelle. So, und er düst jetzt schon... LOL! Jetzt ist der Samen schon gewachsen. Okay, das ging deutlich schneller als gedacht. Ich meine, ja, Zeitmanipulation, ich wusste, dass es das gibt, aber wahrscheinlich ist er eben genau dann beim Mond und damit den verschiedenen... Deswegen nimmt er wahrscheinlich auch den Shop-Mond mit, weil wenn er den Shop betritt, wie jetzt auch bei einer Röhre, dann lädt das Spiel ja kurz. Und wahrscheinlich immer beim Laden überprüft es wahrscheinlich die Ingame-Zeit oder die Konsolenzeit, um zu berechnen, ob der Samen gewachsen ist. Ja, crazy. Okay, sehr, sehr, sehr interessant. Er nimmt sich den Bird da oben mit. Er wartet natürlich nicht auf dem Dach, auf den Bird. Er macht super crazy Trick-Jumps, um zum Bird hochzukommen. Man kennt's. Und auf dem Hügel da oben wird er sich jetzt dann noch direkt den nächsten mitnehmen. Da habe ich immer Probleme, den zu finden. So, er dreht die Kamera schon in die Richtung? Ah, so, aber okay. Um dann quasi in die entgegengesetzte Richtung zu düsen. Um jetzt auf das Tor hochzukommen, um dort dann den nächsten Mond mitzunehmen. Soweit, so gut, würde ich sagen. Bisher kann ich der Route noch komplett folgen. Das sieht noch alles sehr, sehr classic aus. Er wird jetzt nach oben gehen, genau, und dann wahrscheinlich... Oh nein, er geht direkt hoch? Sex ist sexy. Es ist so sexy, das Ganze optimiert zu sehen. Er parkt jetzt Cappy da oben, damit Cappy da oben jetzt wahrscheinlich gleich den Kugel-Rilly mitnehmen kann, richtig. Und, okay, den lässt er sogar losfliegen. Er lässt den sogar losfliegen, um ihn wahrscheinlich nach... Sammelt er ihn wieder ein? Nee, der lässt... Oder lässt er ihn? Oder nimmt er den wieder... Nimmt er den wieder mit? Er nimmt... Oh mein Gott! Das ist sexy. Das ist sexy. Der Timer ist zwar schon am Start, aber es reicht doch, um hinter auf die Säule zu kommen. Oh mein Gott! Okay, das ist cool. Das ist... Und was geht jetzt ab? Wo düst er denn jetzt hin? Der nimmt... Oh, das ist ja fast ein Impossible Jump. Oh mein Gott, das habe ich noch nie selber probiert. So, während er den Mond einsammelt, hat er jetzt drüben Cappy auf die Kiste geworfen, um sich dort die Münzen mitzunehmen, weil er sich nachher auch wieder Monde im Shop kaufen wird. No reason. Da düst er... Ey, hör auf hier in mein Gameplay zu labern, Bruder. Ich kommentiere es. Das ist natürlich der liebe Tyron 18, der natürlich hier auch ab und zu sich zu Wort meldet. Okay, er nimmt da oben den noch mit, düst jetzt wieder zurück. Genau, und jetzt nimmt er wahrscheinlich da vorne den Kaktus mit, dann den Mond auf dem Hügel und dann wahrscheinlich noch den Mond auf den Palmen. Würde ich jetzt mal stark vermuten, das kennen wir bereits. Genau, er nimmt den mit. Den Kaktus hat er so gefühlt 2 mm neben sich geparkt, damit er die Stacheln nochmal schön streicheln kann. Ja, genau. Und da vorne auf dem Hügel... Nope, not me. Hey, stop talking to me, man. Oh boy, ich habe den Run noch gar nicht zu Ende angeguckt. Ich dachte, es wäre no commentary. Aber nicht so schlimm, guys. Das wird schon. Ich hab ein gutes Gefühl. Er wird uns hier nicht zu häufig reinquatschen. Da bin ich. What are you talking about, God? Aber wir werden seiner Stimme lauschen. Ja, und jetzt hat er alle Monde, die er im Wüstenland braucht. Tyron spricht zu uns und wir gehen ins Seeland. Das Seeland, also optisch mein persönliches Lieblingsland. Ich finde das Seeland unfassbar schön. Oh mein Gott, er nimmt sogar die Münzen damit, glaube ich. Ich glaube, er nimmt, also vielleicht ist es Zufall, dass die Münzen jetzt genau in die Richtung gejumpt sind, aber es wirkte so, als ob er es wollte. So, hier wird sich mit Sicherheit auch einiges geändert haben. I never do late night streams. Ich finde es geil, wie er sich mal wieder reinquatscht. Ich hier so voll im Redefluss, Radiokommentator LP und da kommt Tyron. Na, well, no recent run. Oh, Freunde, watch out. Er düst jetzt hier nach oben, out of bounds, um oben zur Kiste zu kommen. Genau, den Jump habe ich mal gesehen. Er hat da oben den Checkpoint gerade aktiviert, soweit ich weiß. Jetzt düst er nach unten in die Höhle. Okay, ich glaube, ich habe das noch nie so in kompletter Gänze gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher. So, und jetzt hat er eben oben den Checkpoint aktiviert, wo man eigentlich nur per Hinweiskunst hinkommen soll. Ne, also quasi aus einem anderen Land ins Bild hüpfen. Und hier in der Kiste ist natürlich auch ein Mond drin. Sehr sexy. Sehr, sehr, sehr sexy. Gefällt mir sehr gut. Aber Freunde, das Seeland ist doch optisch das schönste Land, oder? Es ist gameplay-technisch nicht das Beste, aber optisch ist das beste Königreich. Gebt mal bitte in den Kommentaren Bescheid, was ihr, welches Königreich ihr optisch, also rein von der Atmosphäre, rein vom Feeling, am schönsten findet. Das würde mich mehr sehr interessieren. So, er nimmt jetzt den Mond noch mit. 2 fehlen ihm noch. Er macht gar nicht den Hasenkampf.
Wir machen ja mal den Hasenkampf, ne? Wir kämpfen gegen diesen langen Giraffenbrudel, würde ich fast schon sagen, um uns hier drei Monde mitzunehmen. Die sind ihm komplett egal und dadurch spart er sich natürlich verdammt viel Zeit. Vor allem die Animation. Die Animation, wenn er einen Multimond einsammelt, die dauert ja Ewigkeiten. So, er hüpft jetzt hier rein und da muss er, glaube ich, einfach mit dieser Frau reden, oder? Richtig, und die spendiert ihm einfach einen Mond. Und damit ist das Seeland abgeschlossen. Wow. Okay, also hier, ja, diese Route hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was wir in Mario Odyssey spielen. Wir kommen zum Forstland. Das Land, wo ich tatsächlich so mit meine häufigsten Probleme habe. Oh mein Gott. Er nimmt den Stein mit, macht erst den Mond im Stein, um dann sich den vom Hasen zu holen. Und ich struggle schon, diesen Hasen überhaupt zu fangen. Jetzt wird er wahrscheinlich seine 100 Münzen ausgeben, deswegen hat er sie gesammelt. Ich sehe seinen Münzcounter gerade nicht. Da oben, 118. Optimal. Kann sich hier den Mond kaufen. Prinzipiell die Monde, die er sammelt, sind die gleichen. Bloß natürlich alles tausendmal optimierter als das, was wir da produzieren. Ich habe aber auch, muss ich jetzt auch an der Stelle noch kurz sagen, weil viele natürlich sagen, ja, dann optimier halt deine Odyssey-Route. Erstmal, ihr wisst es selber, das ist natürlich, sag ich mal, sauschwer, überhaupt erstmal hinzubekommen. Oh. Okay, okay, okay. Er nimmt diesen Mond hier mit. Skippt er auch hier den Bosskampf? Ich glaube, diesen Mond habe ich auch mal mitgenommen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich hab irgendwann aufgehört, meine Mario Odyssey Speedrunning-Route zu verbessern. Ich habe dann irgendwann nur noch gesagt, okay, ich versuche auf meiner aktuellen Route das Beste rauszuholen. Und da bin ich langsam. Also bei meiner Route, die ich laufe, habe ich bald das Optimum erreicht. Vielleicht mache ich irgendwann so eine Challenge, wie, also irgendwie innerhalb von 2 Wochen eine neue PB aufstellen. Also Freunde, was ihr hier macht, ich muss eigentlich aufs Gameplay eingehen. Ne? Aber ich hätte mal Bock auf so eine Speedrunning-Challenge, dass ich 2 Wochen lang richtig aktiv Odyssey spiele und versuche, so meine persönliche Bestzeit auf ein bestimmtes Level zu bringen. Hier backt er sich auch hoch. Oh mein Gott, okay, das hat nichts mehr mit meinem Forstland zu tun. Hier ist auch noch eine Nut, die er sich mitnimmt. Ich glaube, er hat jetzt schon so viele Nuts, dass er den Bosskampf gar nicht mehr braucht. Also ich lege mich jetzt hier an der Stelle fest, dass er auch hier den Bosskampf gibt. Aber ergibt ja auch Sinn. Wie gesagt, die Animation, wenn man so einen Multimond einsammelt, ist todeslang. Bloß für einen Anfängerspieler wie mich ist es halt am einfachsten, innerhalb kürzester Zeit 3 Monde auf einmal zu bekommen. Da nimmt man halt dann auch gerne mal die längere Zwischensequenz in Kauf. Aber während dieser Zwischensequenz kann halt kein Fehler passieren. So. Als Anfänger ist man eher auf Fehlerminimierung bedacht, als auf crazy Skips. Das ist geisteskrank. Also ich weiß ja grob, wie Mario Odyssey funktioniert. Und was der hier an Movement auspackt, das ist jenseits von Gut und Böse. Oh mein Gott, ich dachte gerade, er stirbt. Ich dachte gerade wirklich, er stirbt. Ich meine, es ist ein Weltrekord dran. Ich weiß, dass es nicht passiert, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass jetzt immer gleich was Schlimmes passiert. Oh mein Gott. Okay, er düst da oben lang, weil ihm das Zeit spart. Oh mein Gott, okay. So, auf die Pflanze. Nicht auf die Pflanze? Er lässt auch die Pflanze in Ruhe, weil auch das eine Animation hat. Okay, also ich glaube, wir können festhalten, ne? Die Weltrekordroute versucht so gut wie jede Zwischensequenz zu skippen. Und es gibt wohl Routen, ne? Die sau schwer sind, aber indem man schneller die Monde woanders bekommt, als die Monde einzusammeln, die zwar auf der Route liegen, aber eine Zwischensequenz beinhalten. Krass. So, nee, er macht den Boss doch. Er macht den Boss doch. Weil hier drin sind noch 2 Monde und dann fehlen ihm noch 3. Okay, dann geht er einfach eine. Es gibt die Sub-Area. Es gibt die Area, wo man unten in den See tauchen muss. Und dann diesen Fuzzies ausweichen muss. Die Area skippt er komplett. Und natürlich den Zwischensequenzmond bei der großen Piranha. Aha. Okay, ja, ergibt Sinn. Aber dann nimmt er jetzt hier... Na, ich hab nichts gesagt. Er macht den Boss doch nicht. Digga, was tust du? Das geht nicht. Mein Brain, was du da produzierst. Dann lag ich doch mit meiner These richtig, dass er keine Bosskämpfe macht. Aber wo kriegt er jetzt noch die letzten 2 Monde hin? Oh, er ist gebonkt. Oh mein Gott. Mistake, Freunde. Der erste Fehler. Was geht ab? Da ist Optimierungspotenzial, das habe ich mit meinem gekonnten Auge direkt gesehen. Und jetzt nimmt er doch die Sub-Area mit. Oh, ich bin so unwissend, ich rate einfach komplett ins Blaue. Es gibt doch den Bosskampf und macht diese Area. Ey, das ist so befriedigend, das anzugucken. Es ist so cleanes Gameplay. So, ich kann nie wieder einen Odyssey-Run machen, ohne mich insgeheim mit dem zu vergleichen und mir dann zu denken, oh mein Gott, was bin ich für ein Stück Müll? So, und jetzt ist er sogar schnell genug, dass er... Oh mein Gott. Ich warte hier, bis das Wasser wieder komplett runter und wieder hoch ist, um den Mond einzusammeln. Forstland abgeschlossen, Freunde. Wolkenland. Bossfight gegen Bowser. Ich glaube, ich weiß grob, was passiert. Man kann sich so vor Bowser positionieren, dass man direkt seinen Hut einsammelt. Genau das. Und das wird er wahrscheinlich 3-mal machen. Ich habe mal ganz früher einem Streamer dabei zugeguckt, wie er das geübt hat. Das ist wohl gar nicht so easy. Da muss man das Timing ziemlich präzise sein. Oh, habt ihr gesehen? Er hat gerade die Hinweiskunst von Luigi mitgenommen.
Das heißt, er kriegt, glaube ich, 200 Münzen spendiert. Oder 200 Münzen kriegt er spendiert. Krass, okay. Ja, diese Hinweiskunst, da habe ich noch gar nicht meine Runs eingegangen. Also ich, Freunde, damals im Gregorianischen Krieg, wo ich Running angefangen habe, da gab es die Hinweiskunst ja noch gar nicht, Freunde. Ich konnte das ja noch gar nicht in meine Runs einbauen, weil die ja damals noch gar nicht existiert hat. Freunde, ihr wisst Bescheid. So, Bowser ist besiegt. Seid ihr bereit, eine Zerstörung des verlorenen Landes anzuschauen? Ich auf jeden Fall. Ich denke, hier wird die Route nicht groß anders sein. Sie wird nur crazy optimiert sein. Aber genau, man geht auf die Palme hoch, sammelt dann den Stampfattackenmond da hinten ein. Anschließend wird er jetzt straight nach oben düsen, nach 12 Uhr, um sich dort den Schmetterling mitzunehmen. Dann nach unten, ja, also ich glaube, das verlorene Land hat ja auch gar nicht so viele Monde. Das ist ja mit eines der, also gefühlt eines der kleinsten. Flächenmäßig würde ich auf jeden Fall sagen, wobei das Seeland ist auch jetzt von den Quadratmetern her, ne, wenn wir jetzt mal über die Fläche reden, auch nicht so krass. Warte mal, er geht in die Richtung. Das ist eine andere Route. Nee, okay, er hat die nur da, um irgendein crazy stuff zu machen, alles klar. Nee, also ich glaube, das verlorene Land ist mit eines der, auf jeden Fall eines der kleineren, wenn nicht sogar das kleinste Land. Dementsprechend gibt es da gar nicht so viele Möglichkeiten, ne? Also das Forstland würde ich sagen, Forstland oder Wüstenland müsste flächenmäßig das größte sein. Beim Forstland darf halt nicht vergessen, dass noch dieser komplette dunkle Wald unten dabei ist, der jetzt nicht direkt zur Karte dazugehört, aber das Wüstenland ist auch unfassbar groß. Boah, ich glaube, flächenmäßig ist das Wüstenland das größte und danach das Forstland. Ist es aber einfach nur wirklich ins Blaue geraten. Genau, er macht jetzt da hinten das auf. Er landet natürlich direkt da, an dieser kleinen Stelle am Käfig, um jetzt noch nach unten zu düsen und den Mond hier unten zu holen. Das ist so krass. Und jetzt jumpt er wieder hoch, um sich zu retten, nicht zu sterben und geht zur Odyssee. Okay. New Donk City It In. Die zweite große Fehlerquelle in meinen Runs. Hier habe ich böse Probleme. Weil wir gerade noch bei der Diskussion über die Fläche waren. New Donk City ist zwar, wenn man es von oben betrachtet, safe nicht das größte Königreich. Aber was man halt hier nicht vergessen darf, ist, dass das New Donk City halt massiv auch in die Höhe geht und da auch massiv viel Content bietet. Also, wenn man noch, sage ich mal, die einzelnen Flächen höhenmetermäßig dazu rechnet, I don't know. Ich weiß es nicht. Lass mir diese Flächendiskussion. Analysieren wir wieder seine Route. Bloß wenn man halt einfach so einen langen Run, sag ich mal, kommentiert, dann schweift man halt ab und zu ein bisschen ab. Ich fühle mich hier wirklich ein bisschen wie so ein Radio- oder Fernsehmoderator, wo du halt einfach, während crazy Gameplay im Hintergrund läuft, quasselst du halt einfach so vor dich hin, was dir gerade so einfällt. Und immer wieder, wenn was crazy geht im Gameplay passiert, sagst du, oh mein Gott, und da hat Messi noch das Tor. Oh, wo düst du denn lang? Das Tor, ich. Oh, man kann direkt dahinter. Das könnte ich vielleicht sogar lernen. Also ich meine, das jetzt nicht mehr, aber prinzipiell dahinter zu düsen, sieht machbar aus. Dann könnte man, dieser Ort, der hat vor allem früher, also in den Anfängen meines Speedrunnings, dieser Turm hat gefühlt die Hälfte meiner Runs beendet. Und vor allem, was danach noch kommt, der Kampf gegen den Mecha Wiggler, Freunde. Ja, ich hab's bewusst gesagt. Ich versuche langsam wieder zu einer normalen Sprache zurückzukehren. Oh mein Gott, der ist ja früher ausgestiegen. Na, der Kampf hat mich dann halt auch bald komplett beendet. Also das ist halt echt eine üble Sache. Da habe ich so viele Runs. So viele. Weil hier kommt es halt drauf an, also für alle, die vielleicht im Speedrunning nicht so drin sind, damit ihr das auch so ein bisschen schnallt. Hier lockt er den Mecha Wriggler, ach komm, sagen wir jetzt scheiß drauf, in die Ecken, damit der Wriggler quasi direkt aus der Wand rauskommt und wieder reingeht, damit er gar keine große Strecke hat. Und hier ist es jetzt halt dann die Kunst, wenn der Mecha Wriggler jetzt dann wieder an die Wand hochklettert, dass man direkt alle seine Körperteile trifft, um den Kampf zu beenden. Und wenn man das nicht hinkriegt, und das ist nicht so einfach, also ich meine, bei ihm wird es jetzt super einfach aussehen, wenn man das nicht direkt hinkriegt, dann wird er nämlich wieder runtergehen und erstmal wieder unten durch die Wände düsen und das verliert so viel Zeit. Und das sah jetzt bei ihm super einfach aus, richtig easy. Aber schaut euch so meine ersten Runs an von 2018 und dann auch noch 2019. Ganz, ganz gruseliger Stuff, der da passiert. Ich sag's euch, wie es ist. So, und das ist jetzt tatsächlich einer der wenigen Multimonde, glaube ich, die er einsammelt, weil es halt Pflicht ist. Aber jetzt seht ihr mal, wie lang einfach so eine Zwischensequenz ist und weshalb die Runner so sehr daran interessiert sind, nicht diese besonderen Monde einzusammeln, die so eine Animation besitzen. Weil das einfach nur Zeit frisst. Es ist ja nicht so, dass die Einsammelanimation so lange dauert, sondern Mario fliegt jetzt erstmal zurück und dann landen sie und unterhalten sich noch und es frisst Zeit auf Doom. Und ich meine,
Ich mach das immer noch, weil ich denke mir, ja, man, 3 Monate auf einmal, da gucke ich mir doch gerne die Zwischensequenz an, da kann ich keine Fehler machen. Aber wenn man natürlich auf Weltrekordniveau das Ganze hier verfolgt und hier eine gute Zeit haben will, schwierig, würde ich sagen. Eher schwierig. So, ich glaube, hier wird sich jetzt einiges ändern. Also den Mond nehme ich auch noch mit. Ich gebe euch Bescheid, sobald sich die Route ändert. Aber ich glaube, dass New Dawn City bietet so viele Möglichkeiten. Genau, den nimmt er jetzt so mit. Den Clip habe ich schon mal probiert. Ich habe noch nie hinbekommen. Wobei der gar nicht so schwer ist. Also den könnt ihr auch mal probieren. Man muss einfach nur auf dieses Mofa drauf, sich so zur Seite lehnen. Und dann klippt Mario in diesen Käfig rein. Und wenn man eben weit genug reinklippt, dann kommt man eben an den Mond ran. So, er freut sich jetzt zu dem einsamen Dude auf der Bank. Der ist einfach immer noch der traurigste Charakter im gesamten Spiel. Er ist so sad. Mario setzt sich neben ihn und hört ihm zu. Herzergreifendste Stelle im gesamten Spiel. F in den Chat. F in die Kommentare, Freunde. Für den armen Dude auf der Bank, dem niemand zuhört. Aber die Route scheint doch recht leicht zu sein. Also bisher runne ich exakt so. Das entspricht ziemlich genau dem, was ich mache. Jetzt wird er sich porten. Nein, okay. Wir haben die erste Änderung. Ah! In die Spielo! Kurz in die Spielo abbiegen, Freunde. Er parkt aber Cappy schon mal oben rechts. Nee, doch nicht. Das war nur... Oh mein Gott. Holy shit. Yo. Aber jetzt portet er sich, oder? Nee, immer noch nicht. Okay. Massive Routenänderung an der Stelle, Friends. Okay. Was passiert jetzt? Er feuert sich hier... da rein. Was war da für ein Subraum? Lol. Der mit den Kugelwillis. Okay. Da ist jetzt da dieser Mülleimer, genau. Nimmt er sich den anderen Mond auch noch mit? Ich glaube schon, ja. Und da braucht man, soweit ich weiß, die Kugel-Release auch nicht. Ich kann mich auch nicht entscheiden, was ich sage, ne? Es ist so schlimm. Egal welche der beiden Aussprachen ich verwende, ich ärgere mich immer, dass ich die anderen nicht genommen habe. Kugel-Release klingt einfach lustiger, weil dieses R einfach so flüssig und locker klingt. Aber auf der anderen Seite würde ich gerne nochmal wieder zu einer normalen Sprache zurückkehren. Und es ist egal, wie ich sage, denke ich mir, Mann, hättest du halt das andere gesagt. So, jetzt hat er sich geportet. Und was hat er da für ein Movement gemacht? Das sah sehr lost aus. Ich habe keinen Schimmer, was er da getan hat. Aber den Mond nehme ich auch mit. Also er hat jetzt quasi 3 Monde Vorsprung zu der Route, die ich nehme. Er hat sich 3 Monde mehr mitgenommen. Ich habe an der Stelle 3 weniger. Und jetzt geht's hoch aufs Dach. Ab auf die Spitze, die er natürlich viel schneller hochklettern wird als ich. Natürlich Rückwärtssalto, Hechtsprung, easy. Immer zack, zack, zack. Gar kein Problem. Während er jetzt schon oben ist, fange ich unten an, die Treppen zu laufen. So. Okay, genau. Da nimmt er sich hier eine Hinweiskunst mit. Hier ist eine Hinweiskunst im Pool. Nein, nimmt er nicht. Er scheint wohl genügend Münzen zu haben. Alles klar. So, genau. Dann ist da unten der. Auch das ist noch normal. Und jetzt wird er wahrscheinlich oben in den Subraum gehen, der jetzt da ist, richtig? Weil hier warten auf ihn die letzten beiden Monde. Einmal straight durch die Menschenmenge durch. Und dann auf diese Sonnen... Wie nennt man das? Planen? Nein, nicht auf die Planen. Oh mein Gott, er düst dir... Oh mein Gott, sexy. So mache ich es nicht, aber das ist sexy. Das spart natürlich massiv Zeit, weil ich laufe einmal vor, sammle den Mond ein und gehe dann den ganzen Weg wieder zurück. Und er macht es einfach in einem Run durch. Crazy. New Dawn City abgeschlossen. Wir kommen zum Schneeland, dem Land, von dem ich eigentlich genug habe. Der Winter ist mir häufig sehr, sehr, sehr egal. Aber dieses Jahr kann ich es wirklich nicht mehr erwarten, bis der Winter vorbei ist. Ich meine, bei uns hat es heute auch schon mittlerweile 13 Grad oder so. Also es wird schon frühlingshafter. Man kann wieder mit Hoodie raus, so ganz entspannt, ohne auch nur ein bisschen zu frieren. Das ist schon mal sehr cool. Aber ich freue mich tatsächlich wieder drauf, bis es wieder, ja, entspannter warm wird, ne, und man vielleicht auch wieder den einen oder anderen Abend draußen verbringen kann und die schöne Sommerluft abends auch mal genießt, Freunde, ihr kennt die Abendluft an einem warmen Sommertag, am besten noch kurz davor hat es geregnet, unbezahlbare Momente. Kommen wir zurück zu Mario Odyssey. Oh mein Gott, also ich glaube das Beste an diesem, dieser Reaction Saturday ist einfach so ein Podcast auf Double Time, also ich rede ja ultra schnell, wo ich zwischendurch immer noch ein bisschen, wow, krass, crazy, rufe. Also ich finde eigentlich eine ganz coole Mischung. Ich verstehe, warum ihr den Reaction Saturday so mögt. Ich mag ihn auch. Und ich meine, man kann auch an der Stelle einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Also ich sag mal, es ist, die Arbeit steckt halt hier nicht im Editing, sondern einfach im flüssig drauf loslabern. Aber das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Danke, Vater, an der, was passiert jetzt? Warte mal, stopp. Danke, Vater, an der Stelle. Okay. Nee, ich mein, kurz außen rum und dann den Gang normal gehen, langweilig. Wir glitschen uns durch die Wand, um wahrscheinlich so 0,3 Sekunden zu sparen. Aber die Route ist bisher, also von den Monden her,
exakt gleich zu meiner Route. Bloß er macht's halt so mit 3 Stilpunkten mehr. Ich sag mal, ich bin ja auch schon sehr weltoffen. Das ist so gut. Bruder! Alter, da ist er schon wieder. Was? Ich meine, was macht der denn? Ich meine, der streamt eine Videoaufzeichnung von sich, wie er diesen Run macht. Und dann guckt er das einfach an und manchmal denkt er sich so, oh Bruder, jetzt brüll ich irgendwas auf Lautstärke 94 in mein Mikrofon, um dann wieder die Schnauze zu halten. Ich verstehe es nicht. Aber es ist okay. Tyron, wenn du was zu sagen hast, melde dich, Mann. So, du hast hier immer einen Platz zum Talken, kein Problem. Es ist dein Run. Wir gucken gerade deinen Rekord an. When the snow flip is unbearable. Danke. Genau, also die Goombas einsammeln, einen Viererturm bauen, mit 4er Goombas dann da hinten den Knopf aktivieren. Ja, also wie gesagt, also Polarland sieht tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich mache. Mit ein paar, ich sag mal, schickeren Movement-Änderungen ist es eigentlich exakt das gleiche. Und ich schätze, das ist so eines der Königreiche, wo meine Zeit verhältnismäßig nah an seiner Zeit sein wird, im Vergleich zu all den anderen Königreichen. So, aber jetzt fehlen ihm noch 2 Monde. Und an der Stelle fehlt mir noch einer. Das heißt, irgendeinen sammle ich ein. Ah, ich gehe hier in den Shop. Oh no, 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 Swamp Dog. Oh no, no, no. Bruder, was für ein Sumpfhund? Swamp Dog. Freunde, ich glaube, Tyron wird während dem Recorden dieses Runs von einem Sumpfhund angegriffen. Wir müssen unbedingt die Polizei rufen. Ein Speedrunner ist in Gefahr. Okay, er geht jetzt in den Shop. Okay, er spricht so circa auf 4 Meter Abstand mit dem Shopkeeper auf Corona. Basis. Wir müssen den Sumpfhund entfernen, damit dieser Run zu einem guten Ende kommt. Oh shit, man. Okay. Was passiert hier? Was geht jetzt ab? Ah, er macht den Sprung. Ich habe für den 8 Jahre gebraucht. Und der baut mir einfach einen Run ein. Ich raste aus. Mein Leben ist traurig. Das ist einer der Impossible Jumps, an dem ich, glaube ich, am längsten saß. Ja, ne? Er baut das mal kurz in seine Weltrekordroute ein und bringt das Ganze zu einem guten Ende. Wir gehen ins Küstenland. Küste it in, meine lieben Freunde. Er düst von der Odyssey am Anfang direkt nach hinten. Das ist meine Route. Ich habe das ihm kurz gesagt. Ich habe übrigens mittlerweile, ich habe Meldung bekommen, der Sumpfhund hat sich mittlerweile wieder aus seiner Speedrunning-Booth zurückgezogen. Tyron 18 ist mittlerweile wieder, in guten Händen. Es geht ihm gut. Der Sumpfhund hat ihm keine weiteren Verletzungen zugefügt. Wir hoffen mal, dass er nicht zurückkommt. Man weiß es nicht genau. So, bisher läuft er meine Route. In super sexy und in... Oh mein Gott. Das ist... Ich weiß nicht. Also ich glaube, also jeder, der sich ein bisschen mit Mario Odyssey Movement auskennt, wird wissen, wie unfassbar sexy all das hier ist, was der tut. Also was hier für präzises, super schnelles Movement vorhanden ist. Und ich glaube, jemand, der sich mit Odyssey nicht so auskennt, wird einfach denken, wow, so, was passiert hier? Das Leben ist schön, so auf so einem kleinen Drogentrip einfach so zugucken und denken so, tschüss. So, hier geht jetzt aber eine ganz andere Route. Ich würde erstmal ganz weit nach links düsen und mir da noch einen Mond mitnehmen. Auf den verzichtet er. Er wird aber hier wahrscheinlich wieder einen sehr, sehr coolen Glitch ausführen, wenn ich hier richtig liege. Er wird jetzt erstmal rechts abbiegen, sich in den Tunnel dann den Mond holen. Also das bleibt alles gleich. Allerdings an einer Stelle wird er dann, das habe ich auch schon mal in meinen Run eingebaut, bloß ich spare dabei keine Zeit, weil ich so gefühlt ewig brauche, um den Glitch aufzubauen. Er wird dann einmal quasi ganz nach außen aus der Stage rausschwimmen und sich dann wieder zurück in die Stage reinbuggen und dann direkt bei einem Mond rauskommen. Und das ist dann der Mond extra, den er macht. Richtig. Ja, doch, muss so sein, muss so sein. Das ist tatsächlich ein Glitch, den man relativ easy hinbekommt. Also wenn ihr da mal so ein Tutorial anguckt, ihr müsst einfach nur mal nach Mario Odyssey Seaside Glitch oder so suchen. Da wird das direkt erklärt. Er wird nämlich jetzt nach links abzischen. Genau, den Fisch außen parken. So. Und sich jetzt wieder zurückbuggen und jetzt vorne rausklippen. Dann kann er jetzt nämlich einmal hier mit einer Wirbelattacke den Mond mitnehmen. Er muss weiter out of bounds bleiben. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Er muss weiter out of bounds bleiben und jetzt hier unten kommt er in diese Area. Und da kommt man normalerweise nur hin, wenn man mit der Sphinx redet und ihr Quiz beantwortet. Aber Freunde, da kommt dann Zwischensequenzen und er muss Textboxen beantworten. Das will ein Weltrekordrunner nicht. Das Küstenland ist abgeschlossen. Wir kommen zu meinem Runkiller Nummer 3, glaube ich. Wir kommen zum Luncheon Kingdom, also zum Schlemmerland. Und ich denke, hier wird es auch wieder massive Routenänderungen zu meiner Änderung geben. Das werden wir jetzt
direkt herausfinden, ne? In seinem Chat rasten die Leute gerade komplett aus. Ihr seht das hinter meiner Facecam nicht. Aber er hat gerade seine Zeiten hier drüben im Timer umgestellt. Und da hat man jetzt quasi schon ganz kurz gesehen, dass er in den neuen Weltrekord gelaufen ist. Er skippt gerade den Bossfight. Okay, sehr interessant. Das ist tatsächlich aber auch sehr sinnvoll, weil dieser Bossfight dauert lang, hat eine Zwischensequenz beim Mond einsammeln und gibt aber nur einen Mond. Also es gibt keinen Multimond. Also vollkommen bescheuert. Vollkommen bescheuert eigentlich, das eine Route einzubauen. Ich mach's. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich dann wahrscheinlich auch optimieren kann. So, jetzt rasten natürlich die Leute komplett aus. Also krass, Weltrekord. Da droppe ich erstmal 5 Bits in den Chat. Diese 5 Cent ist es mir wert, ihn bei seinem Weltrekord zu unterstützen. MD Kaktus, brutaler Ehrenmann. Wir gehen wieder in die Spielung. Die ist natürlich bei mir auch nicht vorhanden. Bruder. Tyron meldet sich gerade. Ich glaube, Freunde, ich erhalte die Meldung. Der Sumpfhund ist zurück in Tyrons Studio und behindert ihn am Speedrun. Oh shit. Okay, er nimmt nicht den Mond auf dem Dach mit? Also er ist eigentlich weiter links noch auf dem Dachmond und ich werfe eigentlich auch immer eine goldene Rübe in den Suppentopf. Ist ihm vollkommen egal. Keine Suppe heute für ihn. Er versucht, keinen Essensgeruch zu erzeugen, um keine weiteren Monster in seine Speedrunning-Boost zu bringen. Kann ich total nachvollziehen. Gerade im Schlemmerland natürlich eine schwierige Sache. Oh, er backt. Okay, ja. Das könnte ich sogar selber machen. Okay, es sind einige Änderungen dabei, die ich wirklich in meinen Run aufnehmen kann. Also ich glaube, so ein paar Tricks könnte ich mir auf jeden Fall vom Weltrekord-Run abgucken. Ich meine, da ist auch viel Stuff dabei. Das ist jenseits von Gut und Böse. Aber auch das... Ja, doch. Oha, allein in diesem Subraum sind jetzt schon 2, 3 Änderungen drin, die ich easy machen kann. Okay, also irgendwann, Freunde, irgendwann werde ich so eine Challenge machen. In 2 Wochen... irgendwie meine PB um 2 Minuten verbessern oder so. So unter 1 Stunde 10 Minuten kommen. Das wäre, glaube ich, mal richtig crazy. Dann runne ich einfach jeden Tag 6 bis 8 Stunden Odyssey und nach 2 Wochen kann ich dann Odyssey nie wieder in meinem Leben sehen, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. So, auch das ist ein Skip, den ich theoretisch hinbekommen kann. Man muss halt dann immer diese Lava-Bounces hinbekommen. Er nimmt sich hier eine... Er kocht doch Suppe. Er kocht sogar 2-mal Suppe. Okay, sehr interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass er diese goldene Rübe mitnimmt. Wenn er nämlich diese goldene Rübe in den Suppentopf wirft, dann kriegt er nämlich hier... Oh mein Gott, er wirft die... Okay, sexy. Ja genau, jetzt kocht er direkt 2-mal hintereinander. Er wirft beide rein. Und jetzt spawnen hier 2 Monde auf einmal. Oh mein Gott, okay, die Schlemmerland-Route ist deutlich cooler als gedacht. Die Frage ist halt, was er sich dann spart. Naja, doch klar, er spart es sich, oben auf den Vulkan zu gehen. Man muss ja dann eigentlich oben sich in als Fleisch verwandeln. Und dann den Bird anlocken und all das machen. Also das ist natürlich alles auch mit super vielen Zwischensequenzen verbunden. Ne? Er springt den Typen einfach auf die Theke. So nach dem Motto, Bruder, gib mir jetzt den Mond oder ich kack dir auf die Theke. Wortwörtlich. Er hat sich schon in Position gebracht. Aber er düst wieder raus. Okay, es fehlen ihm jetzt aktuell noch 5 Monde. Jetzt nimmt er doch den Mond auf dem Dach mit. Das ist der, den ich vorhin angesprochen hatte. Da muss man unten diese Kiste kaputt machen, genau. Dann kann man sich hier diesen Mond mitnehmen. Jetzt wird er wahrscheinlich gerade so mit den Bergdüsen, würde ich mal vermuten. Genau. Jetzt ist er wieder back in business. Okay, was geht jetzt ab? Okay, hier ist eine riesige Landmasse, die man spawnen lassen muss. Macht er nicht. Er aktiviert die unsichtbaren Blöcke in der Luft. Oh, shit. Ja, krass. Ja, ich bin so begeistert. Es war eine sehr gute Idee, von mir diesen Run anzugucken. Ihr habt mir übrigens auch noch in die Kommentare geschrieben, ich soll mir unbedingt Wind Waker HD, den Test Run, angucken. Werden wir auf jeden Fall machen. Ich weiß, dass Mario Bros. DS einen unfassbar krassen Test Run hat. Aber ich meine, das hier ist auch gerade von den Menschen gespielt. Und ich glaube, wir sollten in Zukunft auf jeden Fall auch noch den einen oder anderen menschlichen Weltrekord angucken. Weil es irgendwie noch viel, finde ich persönlich, viel nicer zu wissen ist, dass das einfach ein Mensch spielt, der da so jahrelang drauf grindet. Wir sehen auch auf seinem Speedrun-Timer. Oben seht ihr die Überschrift Super Mario Odyssey Any Percent und nebendran eine 23.009. Und ich glaube, das ist tatsächlich sein Reset-Counter. Ich glaube, der Dude hat einfach 23.000 Runs in Odyssey gemacht. Würde ich jetzt mal spontan. Also ich glaube, dass die Zahl dafür steht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich sag mal, ich bin stolz darauf, dass ich so 100 mache oder 150 habe. Aber ich resette auch sehr wenig. Ich meine, allein wenn du 5 Fehler am Tag im Hutland machst, hast du schon 5 Resets, die dich halt jeweils eine Minute kosten oder so. Deshalb darf man sich von so einem Reset-Counter jetzt nicht
wie soll ich sagen, überraschen lassen. Das ist jetzt nicht, dass er 23.000 Runs zu Ende gebracht hat, aber es gibt einem doch, sag ich mal, einen groben Überblick darüber, wie viel der Dude einfach schon Odyssey gespielt hat. So, wir kommen jetzt ins Ruinenland und da wird der Drachenkampf wahrscheinlich recht unspektakulär sein. So, der Drache greift an, aber also es wäre mir neu, wenn man hier crazy skippen könnte. Also er legt sich schon mal die beiden Herzen frei, er legt sich alle Herzen frei. Das ist eine Sache, die könnte ich auch mitnehmen. Das ist immer eine gute Sache, wenn man da nicht noch extra Stuff machen muss. So. Aha. Er düst direkt drauf, während der Drache noch elektrisiert ist. Oha. Okay. Ja, doch. Das ist recht spannend. Deswegen hat er sich auch die Herzen freigelegt. Dass er jetzt quasi direkt das einfach einsammeln kann. Und dass er dann eben, wenn er den Mond einsammelt, volle Herzen hat, weil es kostet auch Zeit. Wenn man den Mond einsammelt, heilt man sich ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit 2 Leben den Mond einsammle, dann kommt erst einmal eine Animation, wie sich mein Lebenscounter von 2 auf 3 erhöht. Und auch diese Zeit versucht er sich zu sparen. Und da er insgesamt 3-mal vom Drachen getroffen wird, versucht er, glaube ich, jetzt hier 3-mal sich, also hat er sich 3 Herzen freigelegt. Sehr interessant. So, der Drache hat gerade sein 2. Leben verloren. Mit Abstand, doch, ich würde sagen, der beste Bosskampf aller Zeiten in einem Mario-Spiel. Da lege ich mich drauf fest. Vielleicht nicht Gameplay-technisch, aber einfach vom Wow-Faktor. Also sorry, dieser Drache ist 38 mal cooler als Bowser. Und jeder andere Boss, der jemals in einem Mario-Game vorkam. Also, da lege ich mich drauf fest. Ohne jetzt groß drüber nachzudenken, was es sonst noch für Bosskämpfe gab, lege ich mich drauf fest, dass der Drache der coolste Bosskampf aller Zeiten in einem Mario-Game war. So. Und der Drache ist down. Und, wir kommen jetzt schon ins Bowserland, ne? Wir sind kurz vorm Schluss schon. Tschüss. Bowserland. Es ist, ja, für denjenigen, der Odyssey nicht kennt, wäre jetzt Finalstimmung. War es damals für mich auch und wahrscheinlich für jeden anderen, der Odyssey Blind gespielt hat. Jeder dachte sich, boah, geil, Bowserland, das schließe ich ab und dann habe ich das Game durchgespielt. Pustekuchen an der Stelle. So, okay, er düst hier hoch. Mache ich auch. Meine Runs haben an der Stelle auch noch keinen Mond eingesammelt. Aber das Movement ist pervers. Ihr müsst einfach mal gucken, allein schon, wie viele Sprünge er auf so Geländern setzt. Und ihr seht das, sie sind nicht breit. Er setzt so viele Sprünge auf dem Geländer. Und wo düst er jetzt hin? Er hat gebonkt? Oh boy. Oh boy. What the hell is going on? Tschüss. Was geht ab, Mann? Sein Chat rastet gerade komplett aus. Also die spammen alle rein und rasten aus. Ich verstehe nicht, warum. Vielleicht war da ein Trick dabei, den er sonst nicht hinbekommt oder so. Kein Schimmer. Vielleicht ist es auch der Sumpfhund, der wieder zurückgekommen ist. Da fehlen mir jetzt leider aus meiner Kommentatorenkabine etwas die Infos, um dieses Ereignis zu kommentieren. Konzentrieren wir uns weiter auf den Run. Es scheint noch alles gut zu sein. Er aktiviert nicht den Checkpoint. Braucht er nicht. Er ist Profi. Nimmt sich hier den Mond mit, nimmt sich hier die zweite Mondmedaille mit, er nimmt sich kein Bird. Okay, sehr interessant. Das könnte ich wahrscheinlich auch sogar hinbekommen. So, wie macht er das? LOL, der kriegt das hin? Diese Teile, also die Metallboxen ohne Bird kaputt zu machen? Wow, okay. Das spart natürlich massiv viel Zeit, verstehe ich noch. Also er capturet man den Bird, wartet bis eine Bombe kommt, schießt die Bombe auf die Metallboxen. Eher nicht, Freunde, eher nicht. Krass. Jetzt interessiert es mich, ob er nach rechts oben düst, um sich den Mond vom Dach mitzunehmen. Nein, er macht's aber von der anderen Seite. Okay, das ist schneller und sicherer. Warum mache ich das nicht? Hä? Was mache ich denn für eine Route, wenn das viel einfacher von da ist? Oh, er meldet. Wir haben einen kurzen Sound von ihm gehört, Freunde. Er lebt noch. Er lebt noch. Tyron hat ein Lebenszeichen von sich gegeben. Und er zerlegt die beiden Bunnies. Und das müsste, glaube ich, auch recht easy gehen. Warte mal, er guckt irgendwo hin. Ach, kann er mit der Kamera... Oh, okay, ich sehe gar nicht, wie er die... Ich glaube, er kann mit der Kamera... Durch das Gucken in First Person kann er ihr Movement manipulieren und dafür sorgen, dass sie schneller die Bomben wirft und er kann damit, glaube ich, auch manipulieren, wo sie hinfliegt als UFO. Okay, MD Kaktus, der Ehrenmann, haut weitere 5 Bits raus, um den Weltrekord-Run zu supporten, ne? Aber muss an der Stelle auch sagen, ich habe vorhin MD Kaktus verarscht, er ist der Einzige, der bisher gecheert hat.
Also ich hab's vorher nicht aufgepasst, vielleicht war auch das ein oder andere Sub noch dabei. Aber MD Cactus ist der Einzige, der mir bisher mehrfach auffällt, dass er den lieben Tyrant supportet. Ich bin gespannt, ob der Gönner-Modus der Zuschauer noch kommt, sobald der Weltrekord dann quasi official ist und der Run abgeschlossen ist. Aber ich sag mal, mittlerweile hat's ja auch schon jeder mitbekommen, dass das hier ein Weltrekord-Run wird. Also er hat ja schon, der liebe Tyrant hat ja vorhin schon seine Zeiten geleakt. Ja, und den Dude hat er auch sehr schnell besiegt. Ich meine, alles in etwas schneller, aber prinzipiell auch in einer Art und Weise, wie ich es mache. Also einfach Hut abbauen, auf ihn draufhüpfen, wenn er dann in seine Hutrotation geht, direkt auf den richtigen Hut draufhüpfen, wo sich der Hase drunter befindet und dann einfach quasi easy einsammeln. Ne? Okay, der Run dauert nur noch, ich glaube, knappe oder gute 8 Minuten. Er ist, oh mein Gott, er ist an der Stelle einfach 0,09 vorne. Da seht ihr einfach mal, wie optimiert diese Runs sind. Ich glaube, sein maximaler Vorsprung war 3 Sekunden in dem Run. Er ist 33 Sekunden hinter seiner Sum of Best, also der Summe seiner Rekorde in den einzelnen Splits. Aber das ist, Odyssey ist mittlerweile so ein Run am Limit. Das ist, glaube ich, sogar noch krasser als Mario 64. Oh, er nimmt den Mond hier hinten mit. Sehr interessant. Wo kommt man raus, wenn man diese Röhre nimmt? Okay, da oben. Sehr interessant. Welchen Mond skippt er dafür? Also welchen Mond sammeln wir ein, den er aktuell nicht hat? Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Welchen Mond sammelt er ein, den... Kommt da noch einer? Ich hab's echt nicht mehr im Schädel, Freunde. Aber welche Monde sammle ich? Ah! Da, an der Stelle, wo ich mich gewundert habe, dass man mit Cappy die Metallboxen kaputt machen kann, ramme ich mit dem Bird ins Loch, Freunde. Na, da wird der Schnabel mal kurz im Loch versenkt. Darauf hat er verzichtet. Na, keine Zeit, Löcher zu rammeln. Hier wird durchgezogen. MD Cactus mit weiteren 5 Bits. Und jetzt hier, Freunde, schaut euch das an. Schaut euch diesen... Eigentlich will ich hier gar nicht kommentieren. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie er diesen Roboter zerlegt. Ich so, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich es irgendwie alle 4 zu vernichten. Und er so, yo, ich laufe auf diesem Roboter rum, als wäre es nichts. Er spart sich jetzt, die obere Kuppel kaputt zu machen, auch wenn er es könnte. Das hat den ganz simplen Grund, weil er, glaube ich, die obere Kuppel als letztes kaputt machen will. Und nein, ich laber so einen Müll. Okay. Und jetzt macht er da oben Steinverteidigung. Ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, was da gerade passiert ist. In was für einer Geschwindigkeit er gerade diesen Roboter vernichtet hat. Aber es ist wirklich beeindruckend. Und jetzt sind wir im Mondland. Bowserland ist hiermit abgeschlossen. Da muss ich mal schleunigst meinen Kaffee leeren, Freunde. Final-Time, der Mond. Oh, mit dem Dreisprung kommt man direkt hier rüber. Sehr interessant. Auch das könnte ich auf jeden Fall nachmachen. Würde mir wahrscheinlich nicht viel Zeit sparen, aber ein bisschen. Mit einer Rolle über die Stachelkugeln. So, er wird jetzt wahrscheinlich den ultra sexy Moonskip of Doom droppen. Er nimmt sich zwei Blumen mit. Ich nehme da nur eine. Ich könnte auch eine zweite Blume mitnehmen. Das wäre übel klug. So, genau. Stampfattacke. Oh, er macht den Mondclip ganz woanders. What? Oh. Okay. Diese Form von Moonskip kannte ich bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich habe mich noch nie groß mit den Rekordruns von Odyssey beschäftigt. Ich hab zwar viel Odyssey gespielt, aber mich meistens nur auf mein Gameplay konzentriert und nicht geschaut, was andere machen. Verrückt. Verrückt. Final Boss. Er hat 2 Sekunden Vorsprung. So, ich will wissen, ja, mit Sicherheit gibt es ja auch so Skips, wie er, sag ich mal, sehr schnell hier sozusagen Bowser besiegen kann. Mein Problem ist auch, vieles von dem Movement, was er mit Cappy macht, ist nur per Joy-Con möglich, soweit ich weiß. Und mein linker Joy-Con ist ja broken, so wie gefühlt jeder Joy-Con, also von den Leuten, die sich die Switch to Release gekauft haben. Und ich werde Nintendo nicht supporten und für 70 Euro neue Joy-Con kaufen, nur damit mein Odyssey Running ein bisschen besser wird. Ja, aber wir sehen das gleiche wie im Mondland. Ne? Er sammelt instant den Hut wieder ein und gibt ihm... Ich bin auch bei der Flucht gespannt. Ich glaube, bei der Flucht wird es auch nochmal einen sehr, sehr geilen Skip geben. So, jetzt haue ich kurz meinen Kaffee weg. So, dieses Feuer ist auch das am schlechtesten programmierteste Feuer aller Zeiten. Also es ergibt gar keinen Sinn.
Also man muss nur irgendwie ein Zentimeter vom Boden weg sein und man wird vom Feuer nicht getroffen. Also das Feuer hat eine Monster-Animation, aber es trifft einen wirklich nur auf dem untersten Millimeter des Bodens. Sobald man auch nur ein bisschen in der Luft ist, wird man von dem Feuer nicht mehr getroffen. Wobei animationstechnisch Mario eigentlich komplett verbrüht werden sollte. Das ist richtig, richtig blöd gemacht. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Als ob die Hitbox nicht ein bisschen größer gemacht werden könnte. Oder das Feuer wenigstens kleiner, wie auch immer. So, die Bowser-Flucht. Das Ende des Runs. Ich glaube, als Runner muss einem doch da so die Düse gehen. Du bist 2 Sekunden vorne und brauchst einfach eine perfekte Flucht. So, also mir ist dafür immer die Düse gegangen. Diese Flucht ist auf der einen Seite so episch gemacht, auf der anderen Seite geht mir da so die Düse. Wir haben noch keine weiteren Bits von MD Kaktus. Also ich weiß Thank nicht, ob... Tyron, he's alive. He's still there. Tyron, du hast es bald geschafft. Ich liebe diese random Kommunikation, die ab und zu zwischen ihm und mir stattfindet. So, Freunde, jetzt watch out. Oh, ich habe nichts gesagt. Hier gibt es eigentlich einen Crazy Skip, aber der ist wohl noch nicht in Weltrekordruns enthalten. Ne? Okay, er macht den hier. Das mache ich nicht, das spart ein bisschen Zeit. Aber ich dachte, er würde als 3D-Bowser, also als nicht als Pixel-Bowser, sondern als normaler Bowser, da außen rum hüpfen. Aber das ist wohl so schwer, dass das noch nicht in Runs eingebaut wird. Tschüss. So, hier kann es eigentlich gar nicht mehr so viel falsch laufen. Also es wäre mir nicht bewusst, dass jetzt hier noch groß was schief laufen kann. Er wird jetzt wahrscheinlich auf diese Steinsäulen extrem viele Feuerbälle feuern, dass halt diese Steinsäulen schneller umfallen. Das Einzige, was da vielleicht noch schief laufen kann, ist die Tatsache, dass vielleicht so runterfallende Meteoriten hier noch Feuerbälle abfangen. So, ja, da die erste Säule fällt schon, ohne dass er hinguckt. Das ist wie dieser, wer das? Stephen Curry, der Basketballer, der immer geworfen hat und sich umgedreht hat, bevor der Ball im Korb war. War das nicht irgendwie so ein Meme mal? MD Kaktus mit weiteren 5 Bits. Schön, dass du da bist. Ich habe keinen Schimmer, was du da reinschreibst. Irgendwelche Wikipedia-Einträge über Nintendo, der könnte aus unserer Community kommen. Random Wikipedia-Einträge, das ist eine Sache, die gibt's regelmäßig bei uns. Ja. Und hier wären wir, Friends. Er düst hier rein und beendet den Run an dieser Stelle. MD Kaktus mit weiteren 4 Bits zum Weltrekord. MD Kaktus, du bist ein brutaler Ehrenmann. Und das war Mario Odyssey in 57 Minuten und 43 Sekunden. Und es war ein Fest, das gemeinsam mit euch anzuschauen. Freunde, geht zum lieben Tyron18 zum Video und gebt ihm... Let's go! Gebt ihm Props für seine freshen Sounds oder so. Oder vielleicht dafür, dass er gut runnen kann. Und ja, ich würde sagen, das war's. Let's go. All right, this one sucks. Hi, hello. Spaß beiseite, Freunde. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war eine weitere Ausgabe des Reaction Saturdays. Ich hoffe, euch hat das neue Intro gefallen. Falls ihr keine weiteren Reaction Saturdays verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis spätestens nächsten Samstag oder heute Abend im Twitch-Stream. Wenn ich es schaffe, gehe ich früh live und spiele Mario Sunshine zu 100%. Weiß ich noch nicht genau. I will try my best. Ansonsten runnen wir irgendwas anderes. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da und haut rein. Euer Hübi.